Hallo. Hallo. Noah. Hallo. Ja, da sind unsere Schiffe, die fliegen in den Hangar rein. Auf zum Hangar. Hä? Nein, machen wir nicht, komm. Die sind gerade in den Hangar geflogen. Willkommen zurück zu Let's Play Destiny, Folge 21. Genau, Folge 21 dieses Mal schon. Das finde ich immer so toll. Immer wenn man im Turm ankommt oder wenn allgemein jemand im Turm ankommt, dann fliegt immer das Schiff von dem Spieler in den Hangar rein. In den Hangar, genau. Das ist super. So, wir sind wieder am Turm. Wir müssen mit Ikora über das Auge des Turmlords reden. Um sicherzustellen, dass es auch aufgeladen ist. Allerdings müssen wir auch noch mit dem Kultarchen reden und wir wollten euch noch Xur zeigen. Genau. So, Xur ist ein ganz interessanter Mann, aber erstmal muss man hier mit Rahul beten. Meister Rahul. Doch nicht angrätschen, also wirklich. Das. Ja, jetzt wird's mieser Loot. Ja, jetzt wird's mies. Das Schöne an so einem niedrigen Level ist ja, man kann ja alles gebrauchen, was man kriegt. Oder das meiste. Ja, das meiste. Machen wir mal so. Level 19 Loot. Ja, das ist mies. Wir sind ja schon Level 18, sehe ich gerade. Ich habe eine neue Shotgun bekommen. Ich habe eine Raketenwaffe bekommen, der schlechter ist als mein MG. Ich habe eine Raketenwaffe bekommen, das besser ist als mein MG, aber ich benutze es trotzdem nicht. Ich habe ein Scout-Gewehr bekommen. Ich mag meine Raketenwaffe. So. Wir müssen mit Ikora reden, aber vorher würde ich sagen, gehen wir mal kurz zu Xur zeigen, was es mit ihm auf sich hat. Kids mit dieser Waffe können Bonusmunition direkt ins Magazin befördern. Ja. Das ist ja cool. Das gibt's ja öfter. Ikora oder Ikora? Nee, erstmal Xur. Erst Xur? Wo ist denn Xur? Xur ist dieses Wochenende beim Sprecher. Xur ist ein Händler, ein Agent der Neuen, der will immer seltsame Münzen im Gegenzug für mächtige, Items. Exotische Waffen oder Ausrüstung. Oder Sparrow-Verbesserungen oder sonstige Sachen eben. Jo. Da hinten steht er, der kommt immer jedes Wochenende, Freitag und Samstag, Sonntag verschwindet er wieder, der blöde Arsch. Also eigentlich verschwindet er samstags, ne? Nee, er verschwindet sonntags um 11 Uhr. Ja, also samstags eigentlich. Also Freitag und Sonntag, Samstag da. Und da ist er Xur, der Agent der Neuen. Wer die Neuen sind, weiß man nicht. Da gibt's mehrere Theorien, aber man hat keinerlei ja. Anhaltspunkte über die. Wie ihr schon sehen könnt, sind die ganzen Items, die man hier kaufen kann, erst ab Level 40. Naja. Bis auf die Legacy-Engramme. Ja, bis auf Legacy-Engramme sind die alten Dinger für Sammler. Eigentlich für mich habe ich die meisten exotischen Sachen schon. Ja, mir fehlt dann irgendwelche. Die wichtig sind für den Titan. Ja. Beim Warlock nicht. Habe ich mir dieses Wochenende auch geholt. Hier diesen Umhang. Und die Arme von den Titan habe ich mir dieses Wochenende auch geholt. Aber die wollte ich einfach mal zeigen. Der verkaufte und manchmal ganz nützliche Sachen, aber will halt immer diese komischen Münzen. Ja, diese warmen, posierenden Münzen. Das ist Eva Lavanti, aber die kennen wir ja schon. Das ist ja Shader und Embleme. Ja, die kennen wir auch schon. Wollen wir mal gucken, welchen Rang ich bei New Monarch hier habe. Null. Null immer noch. Ja. 291. Ja, gut. Wir machen ja keine Patrouillen oder sowas. Wir machen ja nur. Oder PvP oder sonst irgendwie. Na gut, dann jetzt zu Ikora. Genug schlawenzelt. Auf zu Ikora. Ikora Ray. Kamera. Ja, die beobachten uns. Sind schon unter ständiger Beobachtung. Eigentlich ist die Stadt die böse. Ja. NSA und so weiter, ne? Ja, beobachten uns, bla bla bla. Na komm. Nein, der NSA-Vergleich war jetzt unnötig, weil die sind ja wirklich böse. Du, hallo, Ikora. How can I help? Ja, dann lies mal. Ikora spricht mit Ikora.
Dein Geist hat alles richtig gemacht, Hüter. Das Auge summt voller Potenzial. Wieder im Englischen? Das ist leichter. Ja? Das Tor sollte sich öffnen, wie der Wille hindurch. Der Wille hindurchzugehen. Dich der Dunkelheit dort zu stellen, das musst du. Das muss aus dir kommen. Oder von uns, wer wir ja immer zu zweit rumrennen. Da ist das Englische immer besser. Weil da gibt's ja nur du und ihr, da gibt's ja nur you. Eine Brust oder ein Helm? Beides scheiße. Brust ist besser als mein Helm. Die Brust hat einen leicht höheren Verteidigungswert, deswegen nehme ich die und dann mache ich sie kaputt. Ich nehme an, die ist leicht viel leicht wärmer. Und wir müssen jetzt uns durch das Tor kämpfen und den schwarzen Garten besiegen. Nee, betreten. Genau. Nicht besiegen. Wie kann man denn einen Ort besiegen? Weiß nicht, wäre doch voll cool. We got the eye. We found the gate. We charged the eye. And Ikora gave us her blessing for what that's worth. Nothing left but to face the darkness at the heart of the garden. I'm with you, Guardian, all the way down. Das ist das Finale, ne? Ja, das ist das Finale. Das Finale des Hauptspiels. Aber danach geht's ja noch weiter, ein Glück. Guck mal, Handschuhe, die besser sind als meine. Handschuhe? Oh, stimmt ja, der hat ja auch noch was. Sehe ich wieder aus wie ein Clown. Komisch, das letzte Mal, als ich das erste Mal durchgespielt habe, war ich nicht Stufe 18. Nee, ich war 16, glaube ich. Ja, genau, 16 waren wir, als wir das erste Mal beim Release durchgespielt haben. Nachladen mit Impuls. Aber ich glaube, wir haben auch noch andere Missionen. Und ich glaube, wir sollten uns mal wieder auf einen Orbit begeben, weil... Ja, wir hängen schon 8 Minuten rum. Genau, wir hängen schon fast 10 Minuten rum. Das ist gut. Ja, zwei Minuten weniger, weil Aufnahme früher gestartet als wir haben ja den Anflug zum Turm mit aufgenommen. Mhm. Und das kann ja ganz gerne mal eine halbe Minute dauern oder so. Ja, kann ganz gerne mal. Schneide ich ja immer raus. Also nicht immer, aber manchmal. Ja. Ich schneide ja am Ende und am Anfang von den Folgen immer ein bisschen was weg. Mhm. So. Wir müssen zum Mars. Haben wir noch auf anderen Planeten irgendwelche Missionen? Nee, ne? Nö, abgesehen von den Quests. Venus haben wir nichts mehr. Erde haben wir nichts mehr. Was? Wie Quests? Ja, abgesehen von den komischen DC-Quests. Nee, da haben wir ja nichts. Nee, da haben wir ja nichts. Ja, ich auch nicht. Genau. Wir müssen aber noch auf dem Mars was machen, glaube ich. Da haben wir bestimmt noch eine Quest. Ein Striker. Zwei Stück sogar noch. Wir haben The Buried City. Und wir haben A Rising Tide. Und dann haben wir noch den Strike. Der ist aber Stufe 20. Und dann haben wir Black Garden als die Hauptquest. Ich würde sagen, wir machen mal machen mal The Buried City. Ja, die begrabene Stadt. Die begrabene Stadt. Clear out the Cabal occupying the lost city of Freehold and explore what remains. Also wir sollen die verlorene Stadt Freistadt, heißt die im Deutschen, ne? Mhm. Die verlorene Stadt Freistadt von den Kabal befreien und untersuchen, was da noch übrig ist. Ja. Was man da noch irgendwie plündern könnte, irgendwie bergen könnte, irgendwie sonst was. Schwierigkeitsgrad gibt's nicht. Jetzt haben wir keine Bounties geholt, ne? Mein Gott. Ja, ich hab noch. Wie viel habe ich denn eigentlich noch? Dann wollen wir das mal tun. Nebenquestzeit. Müssen wir noch machen. Vielleicht kommen wir sogar noch auf Stufe 20. Ich muss noch ganz viel machen. Ich meine, dann sind wir wieder zu stark nachher, aber naja. Wer weiß, vielleicht. Ja, doch, eigentlich schon. Eigentlich müssten wir jetzt die Hauptquest machen. They say Freehold birthed technological wonders. We cannot let the Cabal destroy it. Würde ich auch sagen. Die reden bei dir immer ein bisschen länger, ne? Ja, das liegt ja daran, dass du erstens daran, dass du früher ankommst. Bei mir fangen sie ja. Du springst sehr früher in den Ort. Genau. Ich bin immer ein bisschen schneller, weil ich am Flur bin. We should track them. See what they're after. Hast du eigentlich Untertitel an? Ja. Ja, ich auch. Gut.
Und zum anderen wegen der deutschen Sprachausgabe. Ja, erstens ist Deutsch länger als Englisch und zweitens springe ich einfach früher in den Orbit als, genau, als du. Und deswegen fangen bei mir die Dialoge früher an als bei dir. Was bei der einen Folge, als ich mich darüber lustig gemacht habe, dass Jäger immer reinquatschen, ganz lustig ist. Da liegt, dass ich das untergestellt habe. Hier waren wir noch nicht, ne? Ja, bei mir ist noch ein bisschen geladen. Das ist die verlorene Stadt Freistadt. Der Senke momentan. In Gebäude Nummer 5. Und da ist auch eine riesige 5 auf diesem Gebäude. Jetzt stell dir mal vor, es gäbe keinen Questmarker. Dann müssten wir in Gebäude Nummer 5 suchen. Oh, das wäre jetzt... Da ist eine 7. Das wäre gar nicht so schlimm. Ja, gibt ja nur 2 Gebäude, ne? Ein Legionär und 2 Phalanx. Machen wir die mal kaputt. Shit. Was? Dachte gerade, könnte man gleich das Gesicht sehen von den Viechern, so richtig. Mhm. Aber stand da nicht auf der Treppe. Extrem schwer, da musst du schon Glück haben. Ja. Ich habe ein paar Screenshots, aber da sind die leider auch im Schatten. Einen habe ich, glaube ich, aber der steckt ja so komisch halb in den Felsen drin. There's an active feed back to their base here. Let me listen. Ist immer eine besonders gute Idee, einen Ghost irgendwas nutzen zu lassen. Ja, hör mal rein, ne? Looks like the Cabal have a recon team stationed at the top of the other skyscraper. They must have found something interesting. Let's check it out. Ich glaube, dieser riesige Zylinder, falsch. Dieser riesige Zylinder scheint interessant zu sein. Ja, wir haben was gefunden, würde ich sagen. Auf der Spitze dieses Skyscrapers, dieses Hochhauses, ne? Das ist ja ein Hotel. Wenn ich mich recht erinnere, ne? Das ist ja der Staubpalast, oder? Ja, der Staubpalast. Aber das ist nicht nur ein Hotel. Alter, kann ich nicht schießen. Nee, war gar kein Hotel, oder? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, vielleicht irgendwie so ratsmäßig. Wahrscheinlich einfach wieder mal ein Büro, oder? Center for Scientific Advancement, Interplanetary Defense, AI Development, Research on the Traveler. This place could be a gold mine. Interessant, gerade eben war hier ein Clovis Bray Logo, jetzt ist es weg. Und der fängt einfach an zu schießen. Immer diese Hunter, gucken sich nicht um. Doch, da vorne war eins. Clovis Bray, heißen die im Deutschen auch Clovis Bray oder haben wir das wieder übersetzt? Das habe ich mich jetzt gerade, ich habe den Satz vorher nie wirklich gehört. Ich sehe, da ist wieder das Symbol. Oh, ach da. Ja. Der Wand. Clovis Bray. Könnte eine Goldmine an Wissen sein über die Kabal und dann über die Vex und nee, über die KI. Über KIs, genau. Da geht's zu den Aufzügen und zum Atrium und zur Lobby. Zur Lobby? Das klingt seltsam. Moment mal, da müsste noch eine Kiste sein. Ach ja, genau. Siehst du? Mein Gedächtnis. Damit hätten wir eine goldene Kiste auf dem Mars gefunden. Mein Engramm. Nee, 2 haben wir schon. Auf dem Mars? Ja, genau. 2 auf dem Mars. Ja. Ach, die schon wieder. Diese blöden zeitreisenden Roboter. Reisen die in der Zeit? Ich weiß es gar nicht. Sie machen irgendwas in der Zeit. Die springen von Planet zu Planet und vielleicht doch. Vielleicht springen sie auch von Zeit zu Zeit. Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass sie durch Dimensionen reisen oder sowas. Ja, vielleicht wird es ja irgendwie alles erklärt in den ich weiß jetzt nicht. In den späteren DLCs vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch welche kommen. Weiß es auch nicht. Laut Gerüchten sollen Bungie und Activision sich da irgendwie in die Haare gekriegt haben, weil Bungie wohl nicht so viel Geld verlangen will für die DLCs wie Activision. Ja, Activision scheint Geld kann, ne? COD. Ja. Ich sag nur das neueste Tony Hawk. Wie viel? Er hat einen Vollpreis. Alter! Großgelder 5, Vollpreis. vergiss es. Ich mitleide jeden, der sich das kauft.
so ein Debakel. Mhm. Aber es ist halt Activision, weißt du? Das gleiche haben sie auch mit Guitar Hero gemacht. Die GameStar einen Test dazu geschrieben? Zu Tony Hawk? Ja. Glaube ich nicht. Glaube ich auch. Ich weiß es gar nicht. Es hat nämlich kein Magazin irgendwie eine Review-Kopie bekommen. Ich glaube eher Eurogamer, oder? Eurogamer. Die mussten sich die alle kaufen. Ach so. Die haben gar nichts zugeschickt bekommen. Normalerweise bekommen die die ja mal zugeschickt. Some strange activity. Not cabal. Keep pushing. Naja. Konzentrieren wir uns mal auf Destiny weiter. Ja. Komische Aktivitäten, keine Kabal, könnt ihr nur weg sein, oder? Ich meine, denen sind wir ja schon begegnet. Hochwacht. Oh, was für eine tolle Aussicht. Overwatch. Und das ist nicht das Spiel von Blizzard. So, ich würde sagen, wir teilen uns auf. Du gehst rechts und ich gehe links. Okay. Ich glaube, das ist ein Skelett, oder? War nicht besonders viel. Ja, da kommen ja noch mehr. Bleibst du schön auf deiner Seite? Der steht auf deiner Seite, der Phalanx. Der? Ja, der steht ja auf deiner Seite. So, der. Oh, die Treppen, ha? Also gut. Okay. Wir müssen die Kabale austreiben. Oh, ja, komisch, der hat gesagt, keine Kabale. Nee. Er hatte. Ach, die Signatur. Er hat etwas anderes als Kabale empfangen. Das heißt nicht, dass es keine Kabale gibt. Dass die Kabale hier sind, wissen wir ja. Ja. Das war ja unglaublich. Echtzeitreflexion. Alles klar. Na, geile Granate. Okay, oh. Echt Funktion, tatsächlich. Ach, die ja. Fliegen immer so schön, wenn sie ihre Jetpacks nutzen. Wenn sie in der Luft aufschießen. Seit wann können Aliens fliegen? Ja, nicht ganz. Das war ein tolles Spiel. Das war so ein tolles Spiel. Seit wann kann Trandos fliegen? Das war noch kein dran, wir schauen auf ihn. Hallo! Ich bin hinter dir, Brakkus. Nein, das ist auf meiner Seite. Hm? Auf meiner Seite. Nein, die gibt's nicht mehr. Die gibt's nicht mehr, okay. So, geiles Messer. This machine, it's still active. Let me analyze it. Ist leider kein Graviton mehr. Ich glaube, das ist der Zylinder, den sie untersucht haben, oder? Sag ja? Mal, darf ich jetzt mal da? Oder? Ja, kommt hin. Was ist denn da los? Ja, das ist es. Ja, das ist jetzt alles. This AI once connected to the war mind of Mars. Einst, aber es hört sich irgendwie russisch an. Kann nur eins bedeuten. Rasputin ist aber nicht auf dem Mars. Ja. Der schleicht sich auch überall ein, der Kerl. Stimmt. Rasputin's controlling it. I can't get in and neither could the Cabal. He's everywhere now. Da frage ich mich allerdings, was ist mit dem Kriegsgeist auf dem Mars passiert. Gab's für jeden Planeten einen? Ob es für jeden Planeten einen gab, weiß ich nicht, aber es gab in den frühen Konzeptphasen von Destiny zumindest auch ein, der hieß Charles Main. Ja. Da hatten sie mal auf der Game Developers Conference, als sie das erste Mal über Destiny gesprochen haben, haben sie den, glaube ich, mal erwähnt. Charles Main's Vault. Und es gibt wohl auch in den Grimoire-Dingern Anzeichen dafür, dass es irgendwie noch einen Kriegsgeist namens Charles Main gab oder gibt oder sonst was. Naja. So, wir sind bei 20 Minuten, das heißt, die Folge ist vorbei. Das war jetzt relativ, ja, typisch Destiny halt, ne? Mhm. Schnell rein, schnell raus. Ja, 8 Minuten. Wir haben einen neuen Strike freigeschaltet. Ja, haben wir.
Ja, ein Staubpalast. Der ist für? Stufe 20. Stufe 20. Hm. Mhm. Der ist aus dem Add-on Dark Below. Nein. Doch? Nein, nein, das nein, ist nein. Der, ach nee, das genau, ist das war der PlayStation Exklusive. Das war der ehemals PlayStation Exklusive, genau, so war das. Ehemals, weil den gibt's ja seit Anfang 2015. Nee. Doch, Anfang 2015. Nee, ich spiel's doch schon ein Jahr, zwei Jahre draußen. Ich dachte Anfang 2015. Nee, gar nicht. Der kam's doch gar nicht Anfang 2015, seit, bei Launch, oder? Seit 15. September. Ist der auch auf Xbox erhältlich, oder? Ach so. Ja, genau. Seit 15. September. Ja, genau. Also ein Jahr lang war er PlayStation exklusiv, jetzt gibt es den auch auf Xbox. Den werden wir allerdings nicht nächste Folge spielen, genauso wie den anderen Strike, weil die sind ja Stufe 20. Was wir nächste Folge machen werden, ist A Rising Tide, was auch immer das so im Deutschen heißt. Steigende Flut. Ja, das war irgendwie logisch. Suchen zerstört die Quelle. Die Quelle der Vex, die den Schwarzen Garten beschützen wollen, was Sinn ergibt, wenn wir das vorher machen, bevor wir den Schwarzen Garten versuchen reinzukommen. Mhm. Würde ich auch sagen. Aber das erst in der nächsten Folge. Das erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.